Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier in meinem Nähzimmer mir wieder Gesellschaft leistet. Zusammen nähen wir die kleine Feine. Sie ist die perfekte Tasche, um auszugehen, ins Theater oder die Oper, kann also sehr fein genäht werden, aber auch sportlich für jeden Tag, wenn es eben mal zum Arzt geht oder auch zur Freundin. Durch ihre leicht bauchige Form passt prima das Handy, ein Portemonnaie und der Schlüssel hinein. Zum Nähen benötigst du das Klappenteil, aus Außenstoff zugeschnitten, die beiden Seitenteile, das mittlere Teil und das rückwärtige Teil. Auf Wunsch kannst du noch eine Aufsatztasche aus Futter nähen. Dazu einen schmalen Trageriemen, du kannst ihn selber nähen oder eine Kette nutzen, ein Steck- oder anderes Schloss und zwei Halter für die kleinen D-Ringe. Auch diese kannst du selber nähen oder ein fertiges Band benutzen. Die kleinen D-Ringe werden aufs Band gefädelt, das Band zur Schlaufe gelegt und ca. 2 cm ab dem Rand an die Oberkante des Rückenteiles gesteckt. Die Schlaufen mit den D-Ringen werden auf die rechte Stoffseite gesteckt und zeigen nach unten. So nähen wir sie knappkantig auf der Nahtzugabe der Oberkante fest. Kommen wir zur Klappe. Steck die beiden Klappenteile rechts auf rechts. Verstärke gegebenenfalls die unteren Zentimeter für ein Schloss oder ein Steckschloss. Bei diesem dickeren Stoff kann ich gut darauf verzichten. Die Klappenteile werden entlang der Seiten und der kurzen Unterkante aufeinander genäht. Schneide die Nahtzugaben entlang der Rundung und der kleinen innenliegenden Rundung etwas zurück. Die unteren Ecken werden abgeschrägt. Die Klappe kann durch die Oberkante gewendet, gut ausgeformt werden. Nun lässt sie sich rundherum absteppen. Die Klappe ist soweit fertig. Du kannst sie jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt auf dem rückwärtigen Teil entlang der Oberkante fixieren. Ich fixiere sie meistens erst später, wenn die Tasche soweit genäht ist. Aber einfacher ist es, sie zu diesem Zeitpunkt knappkantig entlang der Oberkante aufzunähen. Die gute Seite der Klappe zeigt dabei zur Tasche. Die Vorderseite besteht aus drei Teilen, zwei Seitenteile und das Mittelteil. Klamme erst ein Seitenteil an das Mittelteil. Achte darauf, dass auch die richtige Seite auf das Mittelteil trifft und nähe dieses an. Es folgt das gegenüberliegende Seitenteil. Es wird genauso angenäht. Entlang der Rundung sollte die Nahtzugabe wieder etwas zurückgeschnitten, besser noch eingeknipst oder mit der Zackenschere geschnitten werden. Dies gilt besonders für festeren Stoff. In meinem Fall ist der Stoff sehr weich und es reicht, wenn ich die Nahtzugaben ordentlich auseinanderdrücke. So kann ich sie beidseitig absteppen. Dabei nähe ich von der rechten Stoffseite aus, drücke aber unten mit dem Finger die Nahtzugaben richtig schön Stück für Stück auseinander. Das Vorderteil ist fertig und ihr seht schon die leicht bauchige Form. Steckt es auf das rückwärtige Teil. Beginnt dabei an der unteren Mitte, steckt die oberen Ecken und die Markierung am Rückenteil für die Nähte vom Vorderteil. Diese treffen an diesen Stellen auf das Rückenteil. Dann kann die Tasche rundherum genäht werden. Die Nahtzugabe wird wieder eingeknipst, eingeschnitten oder, wie hier in diesem Beispiel, habe ich die Zackenschere genutzt. Da ich es so gewohnt bin, es sind ja so persönliche Angewohnheiten, stecke ich die Klappe jetzt in die Tasche, Oberkante an Oberkante des Rückenteiles. Entlang der Oberkante wird sie auf die Nahtzugabe genäht. Die Außentasche ist jetzt soweit fertig. Diese Tasche soll eine extra Eingriffstasche im Futter bekommen. Diese wird im Stoffbruch zugeschnitten. Einen halben Zentimeter unter dem Stoffbruch klebe ich mit Stylefix ein Webband auf und nähe dieses fest. Die Eingriffstasche wird einfach auf das Rückenteil des Futters gesteckt. Dabei kannst du dich an der unteren Mitte orientieren und entlang der Rundung aufgenäht. Die Tasche kannst du mit einem Druckknopf schließen oder zum Beispiel wie in diesem Fall einmal unterteilen. Ich nähe also die Tasche erst auf, rundherum auf die Nahtzugabe und steppe dann noch eine senkrechte Teilung, sodass zwei kleinere Taschen entstehen. Die Innentasche ist jetzt fertig aufgenäht. Genau wie bei der Außentasche werden für das Vorderteil die kleinen Seiten an das Mittelteil genäht. Ein Absteppen
ist nicht unbedingt erforderlich. Das vordere wieder auf das rückwärtige Taschenteil stecken. In diesem Fall lassen wir aber zwischen den beiden Nähten eine Wendeöffnung. Du könntest die Wendeöffnung auch später bei der Klappe lassen. Auf diese Weise lässt sich das Schloss aber später bequemer anbringen. Die beiden Teile aufeinander nähen. Hier siehst du die Wendeöffnung. Sie wird später mit Handstichen oder einer Maschinennaht geschlossen. Krempel die Innentasche auf die rechte Seite, steck sie in die äußere Tasche. Achte dabei drauf, dass Vorderteil auf Vorderteil und rückwärtiges Teil auf das andere rückwärtige Teil trifft. Solltest du recht dicke Stoffe verwenden, empfiehlt es sich, oben die beiden senkrechten Nähte bzw. die Nahtzugaben an diesen Nähten etwas einzukürzen. Die beiden Taschen werden entlang der Oberkante rundherum aufeinander genäht. Falls du die Wendeöffnung nicht an der Futtertasche gelassen hast, solltest du jetzt hier oben eine mindestens 12 cm lange Wendeöffnung lassen. Kürze die Nahtzugabe besonders an den dicken seitlichen Ecken etwas ein und wende die Tasche auf die rechte Stoffseite. Form die Oberkante der Tasche schön aus und fixiere die Stofflagen aufeinander. Die Oberkante kannst du nun knappkantig absteppen. So bekommt die Tasche auch etwas Stabilität. Deine kleine Feine ist schon fast fertig. An die Unterkante setzt das Klappenteil vom Steckschloss an, richte es mittig aus, in diesem Fall wird es nur zusammengedrückt, leg die Tasche gerade vor dich hin und richte dir das Unterteil vom Steckschloss aus. Wenn du alles gerade hast, markiere dir die Durchstichstellen vom unteren Steckschloss, nimm ein Stück Stylefix Filz, zieh das Trägerpapier ab, greif durch die Wendeöffnung in die Tasche hinein und kleb die Verstärkung an die Position, an der sich später das zweite Teil des Schlosses befinden wird. So hast du die Stoffstelle ideal verstärkt. Schneid die kleinen Öffnungen für das untere Schloss in den Außenstoff, nur in den Außenstoff und den Filz. Dann lässt sich das untere Schloss ganz einfach anbringen. Durch die noch offene Wendeöffnung kannst du ja gut in die Tasche hineingreifen. Zum Schluss verschließt du die Wendeöffnung. Als letztes bekommt die kleine Feine noch ihren Trageriemen oder eine Kette angeklippt. Fertig und bereit zum Ausgehen ist deine kleine Feine. Es ist die ideale Tasche für die kleinen Gelegenheiten, ein tolles Geschenk für junge Mädchen und dabei herrlich unkompliziert zu nähen. Anstatt Steckschlössern kannst du auch andere Zierschlösser benutzen. So bekommt jede kleine Feine ihren einzigartigen Look. Schön, dass du wieder dabei warst. Unten in der Beschreibung findest du mehr Infos und vor allem auch